Hallo und herzlich willkommen zu einem ja, kleinen Video mal wieder seit langem. Ja. Wir sind jetzt wieder da. Allerdings, wir haben zwar noch im gleichen Projekt, also im Hofloderer Projekt. Ich werde den Namen jetzt einfach so beibehalten für das Projekt, egal wo wir sind und was wir dann. Und ja. Unter dem Video findet ihr einen Safegame-Download und die benötigten Gebäude vom Safegame auf der Frühling-Map. Das Fahrzeug habe ich jetzt nicht ausgesucht, das schaffe ich zeittechnisch nicht. Ja, aber es gibt alles öffentlich, müsst ihr euch sonst Hofvorstellungen noch mal anschauen. Und weil einige Fragen wegen einem Ballentwickler gekommen sind, der Ballentwickler ist einfach da, bei Ballentwickler. Es ist einfach dieser Autorap 1300, das am 19er. Und bei dem habe ich mir. Na, das habe ich auf. So, und den Hauptfarb dann auf New Holland. Ja. Und dann habt ihr quasi euch einen. Dann habt ihr quasi einen, genau den gleichen Wickler, wie ich habe. Deswegen habe ich in der Folge auch gesagt, das ist irgend so eine Nachmache für Gewellnetter, weil es auch kein original Gewellnet ist. Genau, dann gibt es auch zum Download auf FBM, ist aber fehlerfrei und vom Urmodder, somit gibt es da keine Probleme. Und ja, ich habe gesagt, wir werden relativ zeitnah die Map wechseln, daher ich jetzt halt eher wenig Lust auf Frühling habe, weil es halt einfach es ist eine schöne, detailreiche Map, aber sie ist mir halt viel, viel zu klein von der Map-Größe. Sowas mag ich einfach nicht. Deswegen mag ich sicher keine Maps wie Osada oder so auch nicht, weil das ist auch deutlich zu klein einfach. Das waren nur schöne Maps, kannst aber einfach. Sorry. Bin gerade aufgestanden. Ist noch recht recht bald. Sowas ist einfach nichts für mich zum Spielen. Und da halte ich es nicht lang aus und Frühling war wie gesagt netter. Ein Zwischending, bis das irgendwas anderes findet. Und ich habe jetzt etwas anderes gefunden. Der Hof ist schon so weit gebaut. Wir stehen auch gerade in einem Gebäude von dem Hof. Aber extra so, dass man wenig sieht. Einrichten muss ich noch fertig. Der Fuhrpark ändert sich leider schon. Ich hätte als erstes vorgehabt, dass man. Ich hätte kurzzeitig nur einen Spielstand auf Double Streams angefangen. Aber mit dem gleichen Hof wie auf der Frühling. Den Hof habe ich mir wo hingebaut gehabt. Vielleicht kriegt sie es selbst einmal irgendwann zum Deal, wenn sie es wollt. Aber an sich ist halt ja die originale Old Streams nicht da halt mit mein Hof drauf baut. Das hätte mir eigentlich eine Zeit lang recht gut gefallen, die Map. Hab 10 Stunden drauf gespielt, da jetzt halt auf das Safe Game mit alles einrichten und alles vorbereiten. Und ja. Aber es ist halt doch nicht so meins. Und naja, auf der Map, wo wir jetzt sind, das ist eine komplette, vollständige Einfach-Map. Viele kennen die Map, glaube ich, gar nicht, weil sie nicht im Mod-Tab ist, aber es spielen es auch extrem viele andere YouTuber. Weil es eine super Map ist, fehlerfrei ist und alles, die ist halt einfach nicht im Mod-Tab. Da schneller zum Teil kommt, ich glaube, die ist gar nicht eingesendet worden. Also, ich glaube, die ist nicht drin, weil sie durchgekommen ist, sondern. Ah, sorry. Weil der Modder oder der Mapper halt nicht wirklich Lust drauf gehabt hat, was das ganze Mod-Tab geht, was aktuell halt einfach, ja, 22er schwer ist, ein Mod-Tab zum kriegen. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir jetzt auf einer Map und ich sag's euch jetzt mit Absicht noch nicht, welche Map das ist. Ich hoffe, dem Safe gibt es deutlich mehr Freude als ich auf der Frühling. Aber ich habe euch versprochen, dass das Safegame auf der Frühling zum Teil kommt. Und das tut es natürlich auch. Wie gesagt, der Download-Link ist in der Videobeschreibung und die benötigten Gebäude sind auch drinnen. Das Fahrzeug müsst ihr euch halt dann selber zusammensuchen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, welcher Fahrzeug wo es findet, dann schreibt es mir gerne auf Instagram. Ich werde so zeitnah wie möglich das Ganze dann auch beantworten. Das mit dem Wickler habe ich euch gerade gesagt. Ich habe mich gefragt, wie man den Wickler kriegt oder wo der her ist oder wie man es hinkriegt, dass der für einen Göbel-Wickler ausschaut. Das werde ich nicht beantworten, weil das habe ich gerade im Video gesagt. Ja, dann wird es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es freut sich auf die neue Map.
Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus, pfiat euch.